Arsch. Schisser, genau wie beim Film gestern. Als ob, da habe ich nur laut eingeatmet. Ja. Morgen läuft übrigens noch ein Horrorfilm. Eigentlich gehe ich am liebsten alleine ins Kino. Sorry. Und jetzt sagt John. Masuda und ich haben etwas rausgefunden. Der beste Gossip seit langem. Ich dachte, du stehst auf Spice. Spice bedeutet Gewürz auf Englisch. Sirius kümmert sich um die Gewürze im Schulgarten. Ah, jetzt verstehe ich. Sehr lustig. Ja, also, Masuda möchte die Nachricht gerne veröffentlichen. Ich nicht. Es liegt also an euch. Um was geht's denn genau? Frau Armani wohnt in der Schule. Gefällt's ihr da so gut? Niemand wohnt freiwillig in der Schule. Das heißt, Frau Armani hat kein Zuhause. Genauere Informationen wissen wir nicht. Noch nicht. Im Internat gibt's doch Gästezimmer. Ich glaube nicht, dass das Frau Schiller erlaubt. Was ist mit Herrn Chung? Der hat doch auch Freddy aufgenommen. Mit Menschen ist es aber ein bisschen schwieriger als mit Hunden. Dann sind wir uns also einig. Kein Artikel. Sie hat übrigens deine Pfefferminze geklaut. Was? Wieso das denn? Um sich einen Tee zu machen. Ja, vielleicht hatte sie einen kratzigen Hals. Ja, da hilft Pfefferminze wirklich gut. Dann können wir jetzt mit dem Layout weitermachen. Auf jeden Fall. Direkt nachdem wir mit Frau Armani gesprochen haben. Was? Nein, sie darf nicht wissen, dass wir es wissen. Warum? Weil es ihr sonst vielleicht peinlich wäre? Ach so, okay. Ihr seid solche Spießer. Sitzung beendet. Alles gut? Ich bin verwirrt. Verständlich. Ach so, nee, nicht deswegen. X ist 3,89. Oh. Aber was ist verwirrender als Mathe? Mein Mitbewohner. Joel? Die habe ich eh nie verstanden. Noah. Hä? Aber habt ihr euch letztens nicht versöhnt? Mhm. Wart ihr nicht zusammen im Kino? Ja, und das war auch cool, aber danach war er wieder so strange. Ich check's einfach nicht. Hm. Die Stimmungsschwankungen sind eigentlich typisch für den missverstandenen Alleingänger-Typen. Du hast eine Bezeichnung für ihn? Ich nicht, aber mein Schauspielbuch. Jeder spielt eine Rolle. Du wirst zum Beispiel dieser typische Nice Guy. Quatsch. Nein, wirklich. Wenn jemand seinen Rucksack mit deinem Weg stellt und du drüber stolperst, entschuldigst du dich, weil du den nicht umgangen bist. Und wie hilft mir das mit Noah? Ganz einfach. Bleib, wie du bist und frag ihn, was sein Problem ist. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock auf mich. Wäre doch auch okay. Naja, sehr unwahrscheinlich. Wieso? Naja, weil du so nett bist und mich abstreiben lässt. Wie glaubst du, sieht Frau Armanis Traumwohnung aus? Wieso fragst du? Vielleicht können wir ihr helfen, eine zu finden. Frau Armani ist erwachsen. Ja, und deshalb hat sie vielleicht keine Zeit, sich um eine zu kümmern. Das kann schon sein.
Eine Wohnungssuche ist echt kompliziert. Als Lehrerin hat man bestimmt richtig viel zu tun. Als Schüler auch. Naja, ich kann ja mal gucken, was es so gibt. Ich glaube, sie mag lange Flure. Und einen Blick über die Stadt, dass sie nichts verpasst. Also Penthouse. Mit Balkon und Badewanne. Ein Fahrstuhl braucht's, glaube ich, nicht. Frau Mani ist ja sportlich. Nein, nein. Obwohl? Hier, guck mal, das könnte doch eigentlich passen. Super, den nehmen wir. Okay. Und das Bewerbungsbild ist auch schon fertig. Braucht man normalerweise nicht nur das Gesicht? Deshalb habe ich sie ja ganz gemalt. Dann haben wir einen Vorteil. Ich hab sie. Die Mücke von gestern Abend? Nein, die rechte freien Filme für die Präsentation. Ich dachte schon, du wärst für irgendwas nützlich. Sehr lustig. Ernsthaft, Joel? Was? Die sind alle schwarz-weiß. Ja, klar. Wir dürfen nur Filme von Leuten benutzen, die seit 70 Jahren tot sind. Die sind alle schwarz-weiß. Der Algorithmus erkennt Farben. Ich dachte, er erkennt mittlerweile auch Bilder. Weißt du, wie viele Daten ich ihm da füttern müsste? Ich bin froh, dass er Feuer und Rosen auseinanderhält. Kannst du neue Filme besorgen? Ich bin eigentlich gerade mit was anderem beschäftigt. Okay, okay. Lass mich nachdenken. Bei Schwarz-Weiß tut sich wirklich gar nichts. Null. Wir brauchen bunte Kleidung, Blumen, irgendwas halt. Ja, wer will denn von Kleidung oder Blumen durchgeschüttelt werden? Es ist doch egal. Es geht doch erstmal nur darum zu zeigen, wie der Algorithmus funktioniert. Das wird ein Reinfall. Okay, was ist mit Explosion? Die erkennt die KI ziemlich leicht und da gibt's auch Sinn, wenn der Stuhl wackelt. Soll ich jetzt was in die Luft jagen oder was? Hey. Was machst du hier? Was machst du hier? Perücken suchen für Frau Miesbachs Theatermodul. Sind nicht hier. Drehst du einen Stop-Motion-Film? Versuche ich zumindestens. Das klappt aber gerade nicht so. Worum geht's? Um ein Mädchen, das vor Explosionen wegrennt, dann ein Versteck findet und am Ende von einem bunten Stuhl gefressen wird. Emotional noch ein bisschen dünn, oder? Wofür stehen die Explosionen? Und wovor läuft die Hauptfigur wirklich weg? Vor ihren Gefühlen. Oh, interessant. Und die Explosionen symbolisieren, wie stark und unberechenbar sie sind? Hättest du Lust zu helfen? Ah, ich bin eher vor der Kamera. Dann drehen wir es eben in echt. Das ist viel einfacher. Das Drehbuch. Mein einziger Text ist A. Es geht vor allem um das Visuelle. Ja. Ich denke mal drüber nach. Tada! Tada! Ich habe neue Filme von Frau Armani besorgt. Cool. Der in der traditionellen deutschen Grammatik als der vierte Fall eingeordnet wird. Schau, sogar mit Farbe. Ich find's auch langweilig, aber was sollen wir denn machen? Ja, mal schauen, was es noch gibt. Ihr habt euch schon immer gefragt, wie der Alltag von Steuerberatern aussieht. Zuerst öffnen wir einen Stapel von Dokumenten. Für Frau Dietmann ist es wichtig, dass sie sämtliche Belege... Das ist jetzt auch nicht wirklich viel Farbe. Es ist der Alltag von Steuerberatern. Ja, aber könnten die nicht wenigstens gelbe Ordner benutzen oder sowas? Okay, letzter Versuch. Sexualkunde. Was verstehen wir unter? Okay, vielleicht ist Grammatik ja ganz cool. Aber? Hi.
Was machst du denn hier? Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du Bock auf eine Fahrradtour hast. Ich habe leider keine Zeit. Noah hat mich gefragt, ob ich bei seinem Kurzfilm mitspiele. Hm. Was für ein Film? Action. Machst du's? Keine Ahnung. Die Rolle ist nicht besonders tiefgründig. Wie war das bei Patrick damals? Hatte er solche kleinen Rollen angenommen? Keine Ahnung. Wieso interessiert dich das? Professionelle Neugier. Er spielt den neuen Medizinstudenten bei Hügearzt. Wow. Ja, preisverdächtig. Seine Vita ist ganz schön lang. Ja, beeindruckend. Hier, netter Eisverkäufer Nummer 4. Beantwortet das deine Frage? Er hatte mit 13 schon TV-Credits? Ja. Ich bin schon 14. Und? Ich muss dringend was tun. Hey, Sirius. Warum hast du... Warum? Damit ich mich erwachsener fühle. Für das Bewerbungsgespräch. Ah, apropos Bewerbungsgespräch. Ich habe hier mal die Antworten zu den üblichen Fragen aufgeschrieben. Die kannst du dann einfach ablesen. Schuldenauskunft, Einkommen... Oh, ups. Vermieterin ruft an. Hallo, Frau Eibling. Vielen Dank für Ihren Anruf. Mein Name ist Frau Armani. Ich meine Emilia Armani. Ich bin... Wie alt bin ich? 20? Mindestens 30. Ich bin mindestens 30. Einkommen? 173 pro Stunde. 173 Euro pro Stunde. Ob ich Kinder haben will? Ich meine, ich bin Lehrerin. Ich mag Kinder. Aber ich habe auch schon genug von ihnen in der Schule. Also eigene brauche ich erstmal nicht. Haustiere? Ich liebe Hunde. Guten Tag. Mein Name ist Berger. Ich bin Frau Amanis Assistent. Sie hat leider gerade einen sehr, sehr wichtigen Anruf bekommen und deswegen muss ich jetzt aushelfen. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Also, ich kann Ihnen versichern, Frau Armani ist immer gewissenhaft und ordentlich. Hat keine Haustiere und ihre Miete, die zahlt sie immer regelmäßig. Alles klar. Vielen Dank. Sie freut sich sehr auf die Besichtigung. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Lief doch super. Ja, habe ich ja gut gemacht. Wir haben gut gemacht. Ich mach's nicht. Was ist schlimmer? Keine Filme oder schlechte Filme? Keine Filme, auf jeden Fall. Du? Freund, Life-Coach, Karrieremanager, Beachparty-DJ zu Ihren Diensten. Ach, ist doch gar nicht so schlimm. Mit ein paar kleinen Änderungen wird es ein richtig schöner Kurzfilm. Meinst du? Wie? Na, also als erstes brauchst du ein bisschen mehr Text. Weißt du, das gibt deiner Figur ein bisschen mehr Tiefe. Ich glaube wirklich, keiner will sehen, wie ein schreiendes Mädchen von dem Sessel gefressen wird. Du hast recht. Aber wie soll ich Noah davon überzeugen? Ach, Regisseurinnen sagen immer zuerst nein. Aber wenn du es schaffst, ihm deine Idee als seine zu verkaufen, dann macht er die Änderung sofort. Meinst du, du schaffst das? Auf jeden Fall. Okay, ich mach's. Aber nur unter einer Bedingung. Okay, und zwar? Ich verstehe meine Rolle nicht so ganz. Ist sie wütend? Ist sie traurig? Naja. Meine Gefühle müssen klar werden. Wir könnten einen inneren Monolog hinzufügen. Das ist super. Das kann ich toll.
aber das Ganze sollte eher eine Technikdemo werden. Deswegen ist ein Monolog ein bisschen fehl am Platz. Eine Technikdemo? Du drehst das für Colin? Für sein Projekt im Zukunftsmodul? Der nervt die ganze Zeit mit seinem Modul. Ich mach das nur, dass er endlich die Klappe hält. Aber sag's ihm nicht. Nicht, dass er mich noch in sein Loser-Team holt. Was? Ist so. Ich habe nichts gesagt. Außerdem wird das Ganze eh nichts, wenn ich den Greenscreen nicht fixiert bekomme. Ich kenne ja jemanden, die das Ding in 0, nichts aufgebaut kriegt. Könntest du sie fragen, ob sie Lust hätte mitzuhelfen? Ich brauche auch noch jemand für das Licht. Okay, wir machen's mit Monolog. Perfekt. Bin gleich wieder da. Und, hat alles geklappt? Na klar. Herr Bernhard Wolf hat Frau Armani in einer Stunde zur Besichtigung eingeladen. Cool. Dann müssen wir jetzt nur noch sicherstellen, dass niemand sonst hingeht. Ey, bist du unsere neue Nachbarin? Also, falls mal Bock auf Party hast, auf der Dachterrasse ist immer was los und die Musik ist quasi nie aus. Also, dass das hier 4 Jahre geht, das hätte ich echt nicht gedacht. Ja, puh. Die Verwaltung immer, ne? Oh, die kriegt echt gar nichts hin. Wie sieht's eigentlich mit Pause aus? Ja. Ja, super, ne? Da komm ich mal rüber, gell? Oh. Boah, ich bock auf ein Mettbrötchen. Also meine Mutter lässt mich nicht mehr ohne Schutz raus. Meine auch nicht. Sie sagt, die Wände sind giftig. Hast du Hilfe? Was willst du? Darf ich dir nicht einfach so meine Hilfe anbieten? Okay, ja. Willst du zusammen mit mir bei Noahs Kursfilm mitmachen? Genau. Bitte, bitte, bitte. Der Film muss gut werden und ohne dich kriegen wir das nicht hin. Wir brauchen deine Skills. Frag doch jemand anderen. Aber keiner ist so gut wie du. Komm schon. Okay. Seh's nicht als Filme machen, sondern einfach 2 Freundinnen, die zusammen Zeit verbringen. Nur an einem Set. Und statt zu lachen, müsste ich eventuell schreien. Weil es ein Actionfilm ist. Siehst du, ist doch jetzt schon lustig. Wenn ich ja sage, hörst du dann auf mich zu nerven? Ja, 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 versprochen. Und Action! Kann das Laufband ein bisschen langsamer machen? Cut. Sorry, aber langsamer sieht unecht aus. War ja nur eine Frage. Schaffst du noch einen Take? Ja, klar. Aber das Licht sieht echt fett aus. Alles okay? Hast du vielleicht noch was Bunteres zum Anziehen? Für Collins Algorithmus. Vielleicht erkennt er die Farben und der Sessel bewegt sich in der gleichen Geschwindigkeit, in der du wegläufst. Sonst würde man sich selbst bewegen. Das wäre doch cool. Ich schau mal. Colin wird ausrasten vor Freude. Schon 20 Minuten. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Safe, 100%. Sie kommt. Kannst du erkennen, ob sie sich freut? Ja, nicht so richtig. Stehen noch mehr Informationen zur Wohnung? Anscheinend wohl doch nicht so ganz 100% gut. Aber wieso? Sie war doch die Einzige. Naja, heute. Vielleicht hat sie ihr ja nicht gefallen. Wir haben alles probiert. Mehr können wir nicht machen. Sachen hier sind voll OP. Glaubst du, Charlotte trägt eine VR-Brille? Shield of Dallas wäre so fett. OP? Overpowered. Fragen kostet nichts.
Du hast echt Talent. Das musst du jetzt sagen? Ja, das stimmt. Nur für wettbewerbsrelevante Projekte. Vielleicht macht sie eine Ausnahme, wenn der Wettbewerb zu Ende ist. Du hattest recht. Womit? Filme machen ist gar nicht so scheiße. Ich weiß, habe ich doch gesagt. Zumindest solange Patrick nicht dabei ist. Hat hier eine Einladung gepustet? Ich mache Cupcakes. Das sehe ich. Willst du das Ganze in der Nacht füttern? Nicht das Internat. Frau Armani. Hat die gesagt, dass sie Hunger hat? Die muss schrecklich unglücklich sein, weil das mit der Wohnung nicht geklappt hat. Aber Cupcakes machen glücklich. Aber das mit der Wohnung wissen wir nicht. Deshalb bringe ich die Ehe auch heimlich. Mhm. Und was soll das hier? Damit sie es gemütlich hat. Das ist ja wohl das Mindeste, wenn sie schon in der Schule schlafen muss. Sag mal, ist das meine Hängematte? Ich hätte noch gefragt. Die Antwort lautet nein. Und den Rest hier, den kannst du so auch nicht bringen. Frau Mani merkt doch sonst, dass wir ihr Geheimnis kennen. Aber wir können doch auch nicht nichts tun. Chiara, wir haben doch schon was getan. Und das war doch wahrscheinlich schon viel zu viel. Katastrophe. Nein, der Akkusativ ist der spannendste Fall. Der catcht die Leute. Safe. Ist das deine? Nö. Perfekt. Hallo, Chiara. Kann ich dir helfen? Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ist was passiert? Magst du drüber reden? Ich... Musst du auch nicht. Überleg's dir. Meine Tür steht immer offen. Okay? Danke, Mirja. Gerne. Hey. Du hast Joey schon wieder traumatisiert. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Aber wenn ich's wüsste, würde ich jetzt Danke sagen.